gucken. Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen bei Cake TV Arncard. Wir reagieren heute auf das Video, warum uns die Hype-App enttäuscht hat. Ja, ich hatte keine Ansprüche, deswegen hat ihr mich nicht enttäuscht. Jetzt muss ich wieder zurückgehen. Dankeschön. Moin Leute, Trimax hier. Lasst uns gemeinsam eine Social-Media-App entwickeln. Und zwar, Leute können Sachen TJs posten. TJs Video wollte ich nicht sehen. Dankeschön. Und was sie posten können? Beichten. Ich schau einfach rum, weil das mein großes Bergmann ist, dein Gast. Ich weiß nicht zu übertrieben, mein Real Talk. Yo, meine Nasenlöcher XD. Ach, Junge. Top 10, geile App. Wisst ihr, Leute, nach der langweiligen Spiele-App von Monte möchte ich in dem Video über die Hype-App reden, die von Trimax und BartsTV und Revi entwickelt wurde. Oder ausgedacht wurde er. Und vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass die Hype-App noch langweiliger ist als die Monte-App und die Monte-App war schon... Oha. Und so richtig touchy waren. Aber während Monte-Fans einem lahmen Spiel gute Bewertungen geben, sind selbst deren Fans nicht nett genug, um gute Bewertungen dazulassen. Nicht empfehlenswert. Beste. Die App ist voll knorke. Ähnlich wie Minecraft finde ich. Passt. Ähnlich wie Minecraft. Ja, okay. Und einige, haha, Revi doof. Ich bin so lustig. Also die Leute sind voll überzeugt und geben super ernste Bewertungen raus, Smile. Aber die ernste Kritik, besides Bugs und so ein Scheiß, ist vor allem, das Konzept ist langweilig oder das Konzept hat Potenzial, aber die Community ist einfach ultra cringe und so. Aber selbst im Idealzustand, hat die App wirklich Potenzial? Fangen wir von vorne an und zwar zurück so ein paar Monate oder so. Die drei haben eine ultra geile App in Planung, an die noch keiner gedacht hat. Und ständig sagen sie so, ey, die App, die wir releasen, ist so geil. Freut euch auf den Release. Selbst die Kommentare unter Trimax Statement sagen, dass er das so angepriesen hat, von wegen, ne, 99% der Community werden es auf jeden Fall feiern und so. But, Realität sah ein bisschen anders aus. Dann der Klassiker zu Release, Server belastet, man kann sich nicht registrieren, andere Probleme. Ja, ich meine, auch viele große Publisher haben damit ja Probleme, so, alles okay so, auch wenn das schon einige schlechte Bewertungen gab. Dann nach 2 Tagen habe ich auch finally meine Bestätigungsmail bekommen und... Ich habe meine Bestätigungsmail immer noch nicht gekriegt, Mann. Endlich, Junge! Jetzt kann ich sehen, was eine ultra geile App die 30 ausgedacht haben, die das ganze Game aufmischen wird. Eine Beichten-App. Ich beichte, dass ich die Bogenschützin von Clash Royale attraktiver finde als meine Freundin. Ich sag mal nix, weil ich würde gerne zum nächsten Fußball-Event eingeladen werden. Also gamifiziert, yeah! Ich kann Level aufsteigen, wie geil ist das denn bitte? Wir wollten eine Beichten-App gamifizieren mit einem Bewertungssystem machen, dass man ein bisschen XP sammeln kann. Aber bevor ich auf die App einen großen Haufen lege, muss ich erstmal Props geben. Das zu planen, durchzuziehen und halt auch potenziell mit der App zu scheitern, kann natürlich auch sein, dass es sich entwickelt und dann mit der Zeit Fahrt aufnimmt und so. Das, Respekt, you know, dafür braucht man Mut und noch einiges Geld, was man dafür halt bereit ist zu verbrauchen. Weil Trimax hat schon gesagt, dass die ganze Entwicklung so bis, ne, hat schon 80.000 bis 100.000 Euro gekostet. Momentan hat die App 80.000 bis 100.000 gekostet, kostet auch monatlich jetzt ordentlich was, weil die Serverleistungen so hochgeschraubt haben. Jetzt funktioniert das alles. Zusätzlich muss der komplette Support und das Entwicklerteam, was rund um die Uhr dran arbeitet, bezahlt werden. Plus laufende Kosten natürlich. Boah, als ob die ja wirklich rund um die Uhr irgendwie mit dem ganzen Team arbeiten. Also ich weiß nicht, das rentiert sich doch auch gar nicht, oder? So eine App. Und ich gehe mal davon aus, dass sie... Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das 100.000 gekostet hat. Also klar, Entwicklung ist anstrengend, auch wenn man jetzt sagt, das ist nur ein XP-System oder so, muss das ja alles irgendwie auch erstmal erstellt werden, so gar keine Frage, aber... Also 100.000 kann ich mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Sich noch nicht so viele Leute was im Shop gekauft haben, also viel Revenue kam da wohl noch nicht rum. Und Werbung wird da nicht wirklich geschaltet, aber am Ende des Videos kommen wir auch nochmal dazu. Wie gesagt, großen Respekt, es zu probieren, eventuell scheiße und so weiter, aber... Vor allem, ich meine auch 80 bis 100k, als wenn er gar nicht wüsste, wie viel er dafür ausgegeben hat. Also ich meine, es muss ja irgendwelche Rechnungen geben, die man ja auch absetzt. Ja, auch 80, 100k, was weiß ich, Digga, keine Ahnung. Das ist auch was ist Geld, wie viel kostet eine Milch? Das einzige Gute, was ich sagen kann, zu der App, weil irgendwie ist sie komplett sinnlos. Aber zuallererst, imagine, du nennst deine App... Hey, ja man, geiler Trend, stop und so! Und dann sind es Beichten. App hat sich gebessert, ist dennoch nicht das Grüne vom Ei. Mal sehen, was noch für Updates kommen. Die App ist nicht das Grüne vom Ei. Entweder weiß er nicht, wie Eier aussehen, oder er isst sehr besondere Eier. Oder er denkt, er ist nicht gut. Es gab schon ein paar Veränderungen bzw. Patches, aber fangen wir erstmal da an, wie die App gestartet hat. Was ist denn die Beschreibung der App, damit wir als Nutzer uns denken, let's go, ich habe Bock, diese App
zu benutzen. Du hast etwas Verrücktes erlebt oder möchtest etwas beichten, was du angestellt hast? Dann teile dein Erlebnis mit der Hype-Community. Die Community bewertet deine Beichte mit True, False oder Hyped. Je besser deine Beichte bewertet wird, desto schneller levelst du auf. Die Prämisse ist also, dass du als User zwei Dinge machen kannst. Eine Beichte erstellen und oder Beichten lesen und bewerten. Spannend, oder? Für das Swipen gibt es dann direkt XP und Gold. Und auch fürs Erstellen soll es XP und Gold geben. Aber ich weiß nicht genau, wie das ist, weil du kannst es erstellen und auch kannst auch dann sehen, wer... Ich beichte, dass ich 20 Abos habe und ziemlich hardstuck bin, aber super lustige Videos mache. Check bitte Active User Roni aus, weil das ist immer noch besser als diese sinnlose App, wo eh jeder nach rechts swiped. Ja. Vor allem, hä? Trash? Okay, hyped, hä? Ach so, das ist... Früher war es false, true und hyped und jetzt ist es trash und okay. Ja, aber Trash ist ja was richtig Negatives so und okay ist ja neutral, so ja, okay. Das macht auch gar keinen Sinn, dann lass es doch bei falsch oder wahr, so, hey. Wenn man prozentual was gedrückt hat, aber wirklich richtig Statistiken siehst du auch nicht und kannst auch nicht sagen, wie gut die jetzt performt hat und so, so. Das Dumme ist ja auch irgendwie, dass du nicht anonym bist, so, ich meine, warum sollte ich eventuell was richtig Peinliches oder... Das ist jodelnd schlecht, oder? Ja, safe. Also, ja, wie gesagt, auch gar kein böses Blut an die drei oder so, ist ja auch schön, wenn die da so eine App rausbringen, kann man ja halt machen. Ich finde aber auch, dass es halt, also, dass es halt einfach unnötig ist. Also, ich sehe den Sinn da jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also, ich habe ja selber schon bei mir in den Cake News halt den Vergleich gebracht, dass es halt eigentlich Jodel in schlecht ist. Also, bei Jodel bist du ja auch anonym unterwegs und du kannst da halt auch, keine Ahnung, ja auch deine Beichten posten. So, du kannst ja auch sagen, jo, keine Ahnung, ich habe mir gerade einen runtergeholt. So, dann können das Leute auch positiv und negativ bewerten. Nur, dass wenn es halt zu negativ ist, dann wird es halt quasi ausgeblendet. So, ne, jetzt irgendwelche Trollsachen oder respektlose Sachen oder so, kannst du halt so direkt raushauen und musst es halt nicht weiterlesen. So, ne, also schützt andere, sag ich mal. Plus, du kriegst bei Jodel, wenn du Sachen positiv bewertest oder wenn du halt Sachen positiv bewertet bekommst, kriegst du Karma-Punkte. Ist jetzt kein Level, was aufsteigt, aber auch Karma kannst du natürlich halt sammeln und nach oben gehen, so. Ich hatte, glaube ich, früher mal 250.000, aber den Account habe ich leider nicht mehr. Und ja, bei der Hype-App ist es ja wirklich nur Beichten posten, so. Und jetzt bei Jodel zum Beispiel kannst du halt Beichten posten, du kannst, du hast 1000 Channels, wo du dich auch als Community interagieren kannst, ja, ob das jetzt irgendwelche Städte sind, irgendwelche Hobbys oder auch Fetische, whatever, es gibt da wirklich alles, was da unterwegs ist, so. Und Jodel bietet halt 1000-mal mehr als dann nur Beichten. Ich meine, klar, die App hat sich jetzt auf Beichten spezialisiert, ich finde es aber, wie gesagt, halt nicht mal gut. Also, ich weiß nicht, das ist halt unnötig einfach, die App, ne? Und dann das auch so anzupriesen mit, ja, das ist halt mega krass. Also, ich glaube, das sollte einfach ein Cash-Grab sein, indem man halt sagt, jo, wir haben hier halt drei große Namen. So, ihr postet Beichten, die benutzen wir sowieso für unsere Videos, also, ne, haben dann eine Win-Win-Situation für uns, ne, dass wir eine App haben, wo wir Geld mitverdienen, plus das, was in der App passiert, können wir auch noch für Content verwenden. So, und das ist wahrscheinlich halt der einzige Grund, warum die App gemacht haben. Finde ich persönlich jetzt erstmal auch nicht schlimm. Wie gesagt, ist sie halt aber nicht gut, so. Stimmt, und bei Jodel kann man auch noch Bilder posten und man hat halt so den lokalen Faktor, dass man da auch Leute so kennenlernen kann und so weiter. Ja, also, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich kann mit der App halt wirklich gar nichts anfangen. So. Teams beichten, wenn man mein Profil sehen kann, was eventuell keinen pseudonymen Namen hat. Ich beichte, dass ich mich mit 24 eingeschissen habe. Ja, das ist eine gute Beichte. Fuck, man sieht ja meinen Namen! Das war natürlich nur ein Joke, guys. Ich meine, ich bin ja jetzt 24 und ich habe noch volle Kontrolle über meinen Darm. So, wo kann man die Scheiße löschen? Also es ist quasi wie eine Beichtenseite, wie zum Beispiel auf Insta mein Beichtstuhl oder was. Nee, da entscheidet ja nur eine Person, was gepostet wird. Hier entscheidet die Community. Also wie Jodel bisschen, aber nur, dass man da anonym ist. Nee, da wird man ja nicht belohnt, wenn man coole Beichten postet oder richtig swiped. Hier kriegst du Level. Aber da gibt es doch Karma. Und auch beim Subreddit/r/confession kann man Rewards bekommen. Nee, aber bei uns kannst du swipen, wenn wir auf Tinder und würden. App Design. Zum Release hat die App auch nicht funktioniert. Nicht nur wegen Bugs oder so, sondern weil man für die richtige Antwort halt am meisten Coins und XP bekommen hat. Da aber immer die Mehrheit auf True drücken, wirst du quasi bestraft, wenn du die Beichte für Fake hältst oder sie sogar hypen willst. Was machst du dann? Klar. Du drückst immer auf True, dann ist jede Beichte True. Ja, das ist auch so eine Sache, die ich halt nicht verstehe. Also an sich macht es natürlich Sinn, damit halt Leute nicht trollen, guckt man halt, okay, was haben die anderen abgestimmt. Das ist ja genau das gleiche zum Beispiel bei League of Legends, gab es ja auch mal dieses Tribunal, ne, wo du auch dann halt Chatverläufe gesehen hast und dann musstest du halt sagen, jo, ist das halt gut oder schlecht? Und da musstest du ja auch die Mehrheit treffen, so, ne?
ist da natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil du, weil du da nicht so alt hast. Aber das System bei sowas. Das System bei sowas macht halt auf jeden Fall deutlich mehr Sinn als bei so einer Beichten-App, weil wir halt schon sagen, die meisten Leute sagen halt einfach ja, 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 um halt XP zu sammeln. Und da wird natürlich halt, da wird es wahrscheinlich so gut wie keine Beichte geben, die halt fake ist, weil wahrscheinlich sich die meisten Leute das nicht mehr angucken. Cool. Aber wie wäre denn das perfekte Szenario? Wie haben die sich das da vorgestellt? So habe ich das verstanden. Stell dir vor, du machst eine Beichte, die fake ist. Jetzt, wie bei anderen Social-Media-Plattformen wie TikTok oder YouTube oder so, wird deine Beichte ein paar Leuten so vorgeschlagen und wenn diese paar Leute sagen, yo, das ist fake, dann fliegt es quasi raus aus dem Algorithmus und wird nicht weiter vorgeschlagen. Sprich, am Ende bleiben hoffentlich nur richtig geile und potenziell echte Beichten und man verliert sich so quasi darin, die alle durchlesen zu wollen, weil die alle sehr so cool und so nice sind und so, ne? Ich viel zu wenig Abonnenten habe und mich das sehr traurig macht. Cool und so nice und so, ne? Yeah, Banger Content von der App! Das Level-System soll wohl ermutigen, dass man sich auch Gedanken drüber macht und sich überlegt, so was könnte denn die richtige Antwort sein, sodass man halt auch möglichst effizient grindet. Aber Leute übertreiben es natürlich, benutzen Bots, um sich zu leveln oder grinden so stundenlang einfach quasi durch. Auf Discord gibt es übrigens schon den ersten Service, der solche Account-Pushes gegen Geldzahlung anbietet. Da gibt es schon User, die Level 1400 sind oder so. Und wenn sie perfekt funktionieren würde, wollen die auch damit Content machen. Ja, ich weiß nicht, aber checken die sowas halt nicht? Also das muss man doch, also gerade in der heutigen Zeit ist es doch klar, dass es für alles irgendwie Bots gibt, die programmiert werden. Gerade wenn du es den Leuten halt so einfach machst, also... Also wahrscheinlich dann im Stream drauf reagieren und oder draus Videos machen. Also wir wollten wirklich nur Beichten oder Witze oder Anmachsprüche. Du bewertest das, hast ein bisschen was zu schmunzeln nebenbei, ist schnell gemacht, swipes nach links, nach rechts, nach oben, kriegst XP, kannst sie sammeln und gut ist. Kriegst ein bisschen leicht Unterhalt. Und am Ende hat man ein Best-of und wir haben sogar noch geile Videos. Und genau das probieren wir jetzt aus. Moin Leute, Trimax hier. Wir reagieren auf ein paar Beichten von euch. Ich spiele noch Fortnite, bin ich Gangster und ich suchte jeden Tag. Okay, okay. Interessant. Finde ich gut. Von minderjährigen Kinderfans schaue ich am liebsten die News, ich meine die Beichten. Gebe ich dir mal ein Hype. Oh, Trash? Okay, okay. Brasilien! Heute ist es wieder soweit. Wir reagieren auf eure Beichten aus unserer ganz eigenen App, dessen Konzept nicht Müll ist. Und ich würde sagen, wir hören direkt mit der ersten Beichte an. Let's go. Tag, ey. Mach grad Buchhaltung, aber Lennart provoziert trotzdem. Grüße gehen raus an Lennart. Ich beichte, dass ich gerne Fußball spiele. Dicker, die sind allesamt Müll. Luca hat mir eure besten Beichten zukommen lassen. Los geht's. Ich beichte, dass in meine Nasenlöcher 1200 Zigaretten passen. Von Sascha Hellinger. Und ein Bild von einem Lauch. Das bin ich, oder? Ja! Aber weil es so witzig ist. Yo! Irgendwas mit meinen Nasenlöchern, XD! Was macht Revi aus außer Rumschreien und Immobilien? Naja, aber zurück zum Thema. Was haben sie denn jetzt heute verbessert? Ich nehme das hier auf, und zwar am 27.07., ne, also dass ihr Bescheid wisst. Statt True und False wurde das jetzt ersetzt mit Okay und Trash. Das macht doch mehr Sinn und kommt wahrscheinlich auch näher an den richtigen Nutzen, den sich die Jungs dabei gedacht haben. Eröffnest die App, liest ein paar Stories von Leuten, die dir komplett scheißegal sind und bewertest dann, ob sie gut oder nicht waren. I get. Dabei steigst du noch nebenbei Level, weil Level macht alles nicer, Kappa. Sie haben einen Verifizierungshaken eingebaut, damit ich auch weiß, dass... Das ist im Endeffekt ja auch genau das, was Alt F4 Games immer bei so Call of Duty und so weiter kritisiert hat. Man sollte sich halt Gedanken machen, wenn der einzige Grund ist, ein Spiel zu spielen oder eine App zu benutzen, irgendein Level aufzusteigen oder was freizuschalten, ob die App dann halt wirklich gut ist. So, oder ob du dich halt nur darüber freust, wenn du halt... Also wenn du quasi Glückshormone ausschüttest in deinem Kopf, weil du jetzt irgendwie Platz 10 bist oder so, was dir an sich halt überhaupt nichts bringt. Das ist ja genau das Gleiche. Jetzt du machst irgendeinen Kill, Alter, und kriegst dann irgendwie so 5000 XP. Neuer Aufsatz freigeschaltet. Nochmal 5000 XP. So, ne, und dann auch immer mit so Musik so. So, und dann da blitzende Feuerwerkskörper und so weiter, die für dich dingsen, Alter. Dann brechen die deine Tür ein, dann kommen so 5 Stripperinnen rein und geben dir so den goldenen Schlüssel für Level 80, Alter. Und dann drückst du erstmal
Level zurücksetzen, Prestige oder wie das heißt, ne, und ja, das ist ja bei dem Level halt genau das gleiche einfach, ne, so, ich glaube, die wissen halt selber, dass die App halt ohne dieses System einfach ultra langweilig ist und eben dadurch, dass es halt Trophäen gibt, beziehungsweise dieses Level, ist es halt einfach so, dass dein Gehirn halt immer wieder Glückshormone freischaltet, wenn du halt bestimmte Sachen freigeschaltet hast, gerade wenn du natürlich darauf hinarbeitest, so. Und dadurch bleibst du natürlich automatisch halt länger in der App, ne, weil du dir denkst, oh komm, das Level mache ich jetzt aber noch oder das will ich jetzt noch freischalten. Und ja, wie gesagt, finde ich halt, also ich sehe, wie gesagt, den Sinn in der App jetzt ehrlich gesagt halt immer noch nicht so, ja, wenn die das halt machen wollen, aber finde ich halt nicht so gut. Finde auch generell, die App ist halt auch schwierig, weil heutzutage, ich finde, man verbringt generell viel zu viel Zeit am Handy, auch in Apps, also ich nehme mich da auch gar nicht raus. Ja, bei mir ist es auch so, dass ich irgendwie voll oft irgendwie auf dem Sofa sitze und ich bin einfach kaputt, habe gerade eine Downphase, also Downphase im Sinne von, dass der Körper einfach sagt, chill jetzt mal ein bisschen so. Und dann ist man halt eine Stunde bei Instagram, Facebook und Co. unterwegs und es ist verschwendete Zeit. Es ist Real Talk einfach verschwendete Zeit so und jetzt mit der App haben die Kinder halt die nächste App halt, die halt durchsuchten können und wo die dann wieder Stunden am Handy verbringen. Also auch aus dem Aspekt finde ich das halt relativ unnötig irgendwie, ne, dann sowas rauszubringen. Facebook benutze ich nicht, ich meine, keine Ahnung, Digga, Pornhub. Da bin ich wirklich die ganze Zeit am Swipen. Der einzig wahre Johnny Sins ist, der seine Beichten hier postet. Boys, the plan is simple. Today, we're gonna be fucking your mom. Oder Meister Oogway von Kung Fu Panda. Erst wenn eine Mücke auf deinem Hüden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. Meister Oogway. Und halt so Quality of Life Changes wie Dark Mode oder dass man, glaube ich, nicht mehr unendlich viel posten kann und beichten. Halt solche Sachen, damit man halt das Level-System weniger exploiten kann. Aber das war's, glaube ich, auch meines Wissens nach. Aber Kritik äußern ist immer leicht. Gebe ich mal Euro. Verbesserung von mir aus, der eigentlich keine Qualifikation oder so hat, aber ich bin auch Nutzer, okay? Eine Kommentarfunktion wäre eventuell nice, weil es gibt ab und zu wirklich Beichten, wo ich denke, damn, that's kinda interesting, oder wo ich mir denke, Alter, was denken die anderen darüber? Und dann kann ich es halt nicht lesen und das ist halt unfortunate. Das kommt zwar nicht so oft vor, weil die meisten sind halt Trash. Auch potenziell Bilder und Videos beichten zu können, könnte nice sein, aber halt auch so dann am besten halt geblurrt wie bei Jodel vorher, damit man nicht Pegas sehen muss, die man nicht sehen will, so, weil das. Naja, du machst es ja trotzdem auf, du weißt ja nicht, was kommt, ne? Könnte halt ein Problem sein, ne? I guess, dann könnte es rechtlich wohl so sein, dass die App ab 18 sein müsste, wegen den Bildern und so, aber ich weiß nicht. Dann andere Sache, die nervt. Ich lese eine Beichte von einem witzigen 13-Jährigen, der sich Bill Gates oder so nennt und irgendeinen unlustigen Müll postet. Okay, da kommt noch eine Beichte von ihm. Und noch eine Beichte von ihm. Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Was soll das, Mann? Schaffelt die besser durch oder lasst mich diese Leute stummschalten, damit ich deren Müll nicht lesen muss? Aber da müssen wir wahrscheinlich, gut wie alle, muten. Da man Leute followen kann, aber so viel ich weiß, nicht suchen kann. Also wie soll ich meinem Boy Try Me folgen, wenn ich ihn nicht suchen kann? Frage 3. Wann hast du dich das letzte Mal eingestuhlt? Älter, irgendwie so 17, 18, vielleicht 19. Auch stark laktoseintolerant. Ich war schon drin und kurz vorm Klo ging es dann nach hinten los. Wahnsinnig beschissen. Wahnsinnig beschissen. Wäre es vielleicht nice, wenn man so eine eigene Bubble kreieren kann von Leuten, die man halt mag, beziehungsweise gefollowt hat und so, und halt nur deren Beichten sieht. I guess ein bisschen wie Twitter, aber auch vielleicht so eine Explore-Page, wo man sich dann in die Tiefen der 13-Jährigen begeben kann. 13-Year-Olds. Mit so einer Core-Community könnte die App vielleicht funktionieren. Aber sobald die Hype-App Hype hat, Omega-Lul, da kommen ja viele, die dann aufspringen, wieder so viel Müll posten und das wieder alles trainieren. So, weiß ich, irgendwie schwierig. Aber zum Punkt Werbung. Die App kann sehr nice dafür genutzt werden. Das Trimax-Event. Let's go! Endlich wieder durchatmen. Let's go! Ey, Real Talk, ich respektiere ihn und sein Grind und so, ne? Aber was macht ihn aus, Mann? Ich muss am Ende sagen, die drei sind ja schon kluge Köpfe und haben sich schon dabei was gedacht und so. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass dann die doch da Ideen haben und so und das auch vielleicht noch in eine coole Richtung zu bringen können. Deswegen, ich bin gespannt. Mal schauen. Meine Vorschläge habt ihr. Die werdet ihr wahrscheinlich sehen und so, ist aber egal. Back to the shit again. Die App hat nicht nur Werbung, sondern auch einen nicen Scam-Shop-Smile. Man konnte damals XP-Boost kaufen, bei. Ja, das ist auch eine Sache, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich konnte die App halt nicht nutzen und die Leute waren sich nicht sicher, ob man da Ingame-Käufe hat oder nicht, deswegen habe ich das auch nicht reingenommen. Ja, ist halt eine Sache, die ich halt auch einfach abzockermäßig finde, also nicht nur, dass sich das Level halt überhaupt nichts bringt. Warum solltest du Geld dafür ausgeben, dass deine Beichte auf die Startseite kommt? Also du hast ja wirklich einfach gar nichts davon
Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass du eine Beichte postest, damit das dann viele Leute sehen. So, und dann, warum solltest du da Geld für ausgeben? Also das macht ja wirklich, das bringt dir ja gar nichts quasi. So, außer halt, ja, mehr XP für 30 Minuten für ein Level, was dir halt nichts bringt. Also, ja, ist halt eine Sache, finde ich, muss einfach nicht sein. Also finde ich auch nicht korrekt, dann da sowas halt reinzumachen. Also da merkt man halt auch direkt, jo, wir wollen halt Geld machen, deswegen halt Ingame-Käufe und das ist halt einfach unnötig, ne? Echten Boosten, damit sie mehr vorgeschlagen werden. Ja, Digga, die Zeichen um, also die, hier ist das Zeilenumbrüche. 100 bewertete Beichten, mehr XP. Ja, direkt richtig durch. Und wird direkt mehr Usern angezeigt. Für echt Geld oder 10.000 Ingame-Coins. Man kann sich. Ja, aber guck mal, so bei Fortnite-Skins oder sowas zum Beispiel hast du ja wenigstens den Vorteil, dass halt dein Charakter anders aussieht. Das ist vielleicht nochmal cool, wenn du irgendwie so eine Banane bist oder, keine Ahnung, irgendein Videospielcharakter, den du feierst oder whatever. Dann finde ich, geht das halt noch. Aber das ist ja halt. Also da bringt dir das Level ja gar nichts, ne? Dann sehe ich halt keinen Sinn drin, ne? Jetzt zum Beispiel, wenn du dir bei Fortnite irgendwie Level holst für den Battle Pass zum Beispiel, dann kriegst du ja wirklich was dafür, ne? Du schaltest ja Dinge frei. So, aber. Keine Ahnung, da kriegst du dann halt Coins oder Level, was dir nichts bringt. Also 10.000 Ingame-Coins kaufen und Pro-User mit super Sachen. Pro-User, Pro-Badge, keine Werbung, 3x XP-Boost für 100 Beichen, 6x XP-Boost für 100 XP. Digga, 1,99, also die Boost kann man ja wie gesagt weglassen, damit du so ein Pro-Badge hast und keine Werbung. Digga, in anderen Apps zahlst du einmalig 99 Cent Lifetime und hast keine Werbung. Auf der jetzigen Version bei mir gibt es erstmal keine XP-Boost mehr. Und ihr könnt 10.000 Coins für 99 Cent kaufen und dann eure Beichten boosten. Oder ihr spart euch diesen harten Umweg über die Coins und kauft direkt den Beichten. Oh, Digga, das macht. Also sehe ich ja direkt, dass das keinen Sinn macht. Also, du kannst dir für 99 Cent 10.000 Coins holen und dann 10 Boosts. Oder du kaufst dir für 1,99 das Ding einfach. Also, Digga. Hä? Das muss doch auffallen, oder nicht? Also, das muss doch halt einfach Real Talk auffallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Oh, Junge, ey, sowas. Also, sowas regt mich halt auf. So unrealistisch, also so dumme Preise einfach, ey. Ich boost für 1,19, wenn das nicht der Deal eures Lebens ist. Kleiner Jokey, kann passieren, Jungs. Vermutlich wird die App noch ein bisschen Zeit brauchen, bis sie richtig funktioniert, aber bis dahin gebe ich der App eine 3 von 10. Sie funktioniert technisch, aber die Grundidee scheint mir irgendwie zu langweilig zu sein und selbst im Idealzustand, I don't know, man. Jetzt gerade mit der App sitze ich da nicht so ein paar Minuten und habe Spaß dran. Ja, selbst wenn man sagt, das ist halt extra, ich finde es halt einfach trotzdem nicht korrekt, ne? Also, ich sag mal, für irgendwelche Kinder, die halt da nicht aufpassen, dann halt, ich meine, 20 Cent ist jetzt natürlich nicht die Welt, das muss man dazu sagen, aber es ist halt unnötig so. Und muss halt einfach nicht sein, ne? Für genau das Gleiche da irgendwie mehr Geld zu verlangen, also es ist lächerlich. Wieder eine geile Beichte von einem 13-Jährigen. No one ever. Ciao. Die Frage ist ja, ob die App geil wäre, wenn sie richtig genutzt wird. Aber selbst dann, ich weiß nicht, so viel Potenzial sehe ich da irgendwie nicht. Leider. Noch nicht. Vielleicht könnte es schon ein kleiner Zeitvertreib werden. Wie gesagt, ich denke, wir hören das noch kurz zu Ende. Wenn du Leute hast, die man folgt und cool findet und so weiter, dann vielleicht. Mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, also ich finde die App auch nicht wirklich gut. Ich finde auch nicht, dass die jetzt ein Potenzial hat oder so. Ich glaube, die haben sich das einfach besser vorgestellt, beziehungsweise haben wahrscheinlich so, ja, vielleicht auch ein bisschen mit Cash in den Augen gedacht oder so, haben gedacht, jo, wir haben jetzt hier doppelten Content, ne, wir kriegen Geld mit der App und können die Beichten auch noch für unsere Videos nutzen. Ja, also meiner Meinung nach nicht so gut, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Wie gesagt, ja, vielleicht passiert da in Zukunft nochmal irgendwas, aber nicht so.